E-Sports ist tatsächlich bis heute Jahr für Jahr am Wachsen und es hört einfach nicht auf. E-Sports sind größer denn je und werden schon in naher Zukunft mit traditionellen Sportarten konkurrieren, was Popularität angeht. Neben Giganten wie LOL oder Counter-Strike gibt es auch Ligen, die viele nicht auf dem Schirm haben. Willkommen in der Farming Simulator League. Hunderte Profis kommen regelmäßig zusammen, um gegeneinander Weizen zu ernten. Lehnt euch zurück, während ich euch in die Welt dieser kuriosen Liga mitnehme und euch erkläre, wie man aus einem solchen Spiel ein kompetitives Erlebnis schaffen konnte. Let's go! Ich bin ein einfacher Mann. Alles, was ich brauche, ist meine Familie, Gesundheit und Anime-Waifus. Honkai Star Rail gibt mir alle diese Sachen, abgesehen davon, dass ich meine Familie seit 2 Monaten nicht mehr gesehen habe und sie mich vermissen. Bitte komm heim. Honkai Star Rail ist ein Free-to-Play-RPG, das im Weltall spielt und wirklich voll mit Content ist. Über 30 spielbare Charakter, unzählige Quests. Mit dem neuen 1.6-Update wurden es sogar noch mehr. Die Biologin Ruan Mei ist nun dabei und Dr. Ratio. Beziehungsweise Dr. Wahrheit, wie er auf Deutsch heißt. Der englische Name ist deutlich cooler. Einem Dumm kann man Dummheit nicht erklären. Der Wahrheit-Typ ist ein Genie und sieht nicht nur unfassbar heiß aus, er ist auch ziemlich stark. Im Combat wird er sicherlich nützlich sein. Könnt ihr euch vorstellen, dass ihr eine so coole Figur einfach beim Einloggen bekommt? Im neuen 1.6-Update gibt es viele neue Quests und eine komplett neue Map, die Seclusion Zone, die ihr auschecken könnt. Unten mit dem ersten Link in der Beschreibung kommt ihr zum Game und mit diesem Code bekommt ihr noch 50 Ingame-Währung obendrauf. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Es geht doch nix über harte, ehrliche Arbeit. Außer vom PC sitzen und so tun, als würde man harte, ehrliche Arbeit verrichten. Landwirtschaftssimulator ist für Leute, denen es Spaß macht, einen Bauernhof zu führen, aber nicht wirklich einen Bauernhof führen wollen oder können. Der Scheiß ist super viel Arbeit. Hier kann man sich einfach zurücklehnen und so tun, als würde man alles managen. Und wenn mal ein Traktor von einem Zug pulverisiert wird, ist es halb so wild und man muss nicht direkt ein halbes Vermögen ausgeben. Man ist wirklich überrascht, wie viel Mühe sich in den Spielen gegeben wurde, alles so realistisch wie möglich darzustellen. Das hier ist nicht Minecraft, wo man Samen mit Rechtsklick pflanzen dann einfach warten muss. Hier sind teilweise super komplexe Abläufe vorhanden mit einem Haufen an verschiedenen Geräten und Fahrzeugen. Die Spiele sind seit 2008 jährlich erschienen und es ist klar, dass es sich immer weiterentwickelt, spielerisch, aber auch von der Community her. Immer mehr Leute begeistern sich für diese Spiele und dementsprechend wurde auch immer mehr mit diesen Spielen gemacht, abseits von der normalen Singleplayer-Erfahrung. Immer mehr Mods kamen hinzu, Server, auf denen man zusammenspielen konnte und schließlich auch ein Modus zum Gegeneinanderspielen. Die ersten Turniere im Landwirtschaftssimulator wurden vom Publisher Giant Software höchstpersönlich ins Leben gerufen und waren anfangs noch in einem kleinen Kreis, wuchsen aber immer schneller weiter. Die Farming Simulator League, kurz FSL, wurde ins Leben gerufen. Richtige Bühnen, Sponsoren und Preisgelder, die bis in die Hunderttausender hochgehen. Die Frage ist jetzt halt, wie läuft so ein Competitive Game im Landwirtschaftssimulator ab? Es gibt 2 Teams, bestehend aus 3 Personen, die versuchen, innerhalb von 10 Minuten mehr Punkte zu bekommen als die Gegner. Punkte bekommt man, indem man Getreide erntet, es in Ballen presst und diese Ballen in die Scheune bringt. Klingt simpel, aber die Art und Weise, wie schnell und effektiv dies geschieht, ist von vielen äußeren Faktoren abhängig. Jedes Game startet mit einer Pick- und Bann-Phase, in der man Traktoren für dieses Game sperren kann und sich selbst seine Fahrzeuge aussucht. Es gibt viele Faktoren, die es bei der seines Traktors zu beachten gibt, beispielsweise PS, Höchstgeschwindigkeit, Reifen und wie der Frontlader beschaffen ist, mit dem man letztendlich die Ballen befördert. Anschließend darf sich jedes Team Boni aussuchen, die entweder dem Team oder einzelnen Spielern gewisse Vorteile verschaffen, also quasi sowas wie Perks. Die Map, auf der man spielt, ist in 5 Zonen unterteilt. Zum einen hätten wir den Spawn. Das ist quasi die Base, in der man anfängt. Hier hat man noch die Chance, seine Fahrzeuge mit den Mitspielern zu tauschen, bevor 10 Sekunden später der Timer anfängt zu zählen. Geht das Game los, öffnen sich die Tore und die Spieler stürmen direkt in die Podestzone. Hier warten alle Maschinen auf Podesten auf die Spieler, jeweils 4 Mähdrescher und 4 Ballenpressen, die man braucht, um das Getreide zu ernten und in die gewollten Ballen zu bringen. Der Catch an der ganzen Sache ist, dass die Podeste gesperrt werden, wenn ein Team sich das jeweilige Fahrzeug geclaimt hat. Angenommen, auf beiden Seiten stürmen die Spieler zum Drescher auf Podest 1 ganz links, dann bekommt das Team, dessen Spieler schneller war, das
das Fahrzeug und für das andere Team wird das Fahrzeug auf dem Podest gesperrt. Es hat also viel mit Schnelligkeit zu tun, hier schnell zu den richtigen Fahrzeugen zu sprinten, bevor der Gegner dir alles wegschnappt. Es gibt hier sogar eine Strategie, die das Spiel sofort beenden kann, das Rushen. Um das Spiel überhaupt spielen zu können, braucht man mindestens einen Drescher und eine Presse. Wenn man diese nämlich nicht hat, kann man erst gar nichts ernten bzw. gar nichts zu Ballen machen und somit auch keine Punkte machen. Wenn ein Team es schafft, direkt alle vier Maschinen einer Art zu claimen, hat es das Spiel sofort gewonnen, da es wie gesagt unmöglich für die Gegner geworden ist, irgendwelche Punkte zu bekommen. Ein Rush-Sieg passiert relativ selten, da es natürlich für alle klar ist, dass sowas passieren kann, aber unmöglich ist es trotzdem nicht, wie das Game Logitech gegen Trelleborg auf der FarmCon 2019 gezeigt hat. Da geht ganz... Das war eine Rush-Taktik. Wahnsinn! Wahnsinn, dass wir das erleben dürfen. Das ist ja der absolute Hammer. Das muss man sich erstmal trauen. Um das mal zu erklären, was jetzt gerade passiert ist. Trelleborg hat jetzt einfach gesagt, wir nehmen uns alle Drescher, glaube ich, ne? Die nächsten beiden Zonen hängen dicht miteinander zusammen, nämlich das Feld und die Scheune. Auf dem Feld beginnen die Maschinen, die man zuvor geclaimt hat, richtig mit der Arbeit. Erst muss das Getreide mit den Dreschern geerntet werden und anschließend eingesammelt, bevor es zu Ballen gepresst werden kann. Diese Ballen werden in der Scheune abgegeben und zählen Punkte. Wenn man sie unten abgibt, 10 und wenn man sie oben mit Hilfe des Förderbands abgibt, 10 mal den Multiplikator, der unten angezeigt wird. Okay, was zum F*** ist jetzt dieser Multiplikator hier? Beide Teams starten mit einem mal 2 Multiplikator, was heißt, dass alle Ballen, die auf dem Förderband abgegeben werden, doppelt so viel wert sind, sprich 20 statt 10 Punkte. Der Multiplikator spielt in der 5. und letzten Zone eine große Rolle, dem Dorf. Hier kann man sein Getreide abladen, um den Multiplikator seines Teams zu erhöhen und gleichzeitig den Multiplikator des Gegnerteams zu verringern. Ihr könnt euch das Ganze so vorstellen wie eine Waage: lädt man Weizen ein, bekommt man selbst immer einen höheren Multiplikator und das Gegnerteam immer einen niedrigeren. Ein kleiner, unschöner Nebeneffekt vom Multiplikator ist, dass das Förderband immer langsamer wird, je höher der Multiplikator ist. Das bedeutet, die beiden werden zwar mehr Punkte wert, kommen allerdings viel langsamer in die Scheune. Im Umkehrschluss heißt das, man verschnellert das Förderband vom Gegnerteam, wenn man deren Multiplikator senkt, was ja fast so klingt, als würde man seinem Gegnerteam damit helfen. Lasst euch aber nicht beirren, denn ist der Multiplikator von einem auf ein Maximum, wird das Förderband vom Gegnerteam so schnell, dass es überhitzt und komplett ausfällt. Sie können also gar keine Ballen mehr durch die obere Öffnung abgeben und sind gezwungen, Getreide im Dorf abzugeben, um dem entgegenzuwirken. Man muss also im Laufe des Games darauf achten, dass der Gegner nicht zu viel mehr Getreide als man selbst im Dorf abgegeben hat, ansonsten wird das Förderband komplett lahmgelegt. Wichtig zu beachten an dem Ganzen ist, dass die Scheunenzone nur mit Hilfe von 3 Brücken erreicht werden kann und einem Feldweg am Rand. Diese Brücken werden immer nach oben gefahren, wenn sie jemand überquert hat und das bei beiden Teams. Sprich, wenn jemand aus Team Rot Brücke 1 am Rand überquert hat, wird auch Brücke 1 bei Team Blau hochgefahren. Das kann für taktische Plays genutzt werden, um so dem Gegner das Leben schwer zu machen, da es immer eine gewisse Zeit braucht, bis die Brücken wieder nach unten gelassen werden. Und das hängt auf der Brücke fest. Das darf nicht wahr sein. Aber er kommt runter. Er kommt noch runter. Und wie er da runtergekommen ist. Das Also das ist ein teurer First Bail, wenn es der First Bail sein sollte. Wer ganz safe gehen will, kann einfach den Feldweg am Rand benutzen, wobei der halt viel länger braucht und somit wertvolle Zeit kostet, um mehr kostbares Weizen abliefern zu können. Das Ziel ist es also, mit all diesen Sachen im Kopf in 10 Minuten so viele Punkte wie möglich zu erzielen, und hier kann sich die Taktik ändern, je nachdem wie viele Drescher man hat, wie viele Pressen und vor allem was für Fahrzeuge genau. Nur weil es sich für viele um ein untypisches E-Sports-Game handelt, solltet ihr die Szene nicht unterschätzen. Es läuft hier alles genauso ab wie bei anderen Spielen mit großen Bühnen und Sponsoren. Nur statt Samsung und Red Bull gibt es hier halt Krone und Grimme, Hersteller von Mähdreschern und Traktoren. Es werden sehr regelmäßig Turniere ausgetragen mit 5- bis 6-stelligen Prize-Pools, und das Beste ist, so ziemlich alle werden auf Deutsch kommentiert. Aber natürlich auch um das Recht, die Ersten zu sein, die diese wunderbare Trophäe in den Himmel strecken dürfen. Wir hier im deutschsprachigen Bereich sind tatsächlich die Hochburg der Farming Simulator League. Die meisten Persönlichkeiten kommen von hier und das ist schon irgendwie sau cool. Ich finde es einfach faszinierend, wie aus einem solchen Spiel wie der Landwirtschaftssimulator ein kompetitives Spiel werden kann, und ich hoffe, dass die Szene nach wie vor weiter wachsen wird. Alle Links zum Turnierschedule und sonstigen Infos sind in der Beschreibung verlinkt, und wer weiß, vielleicht bist du ja der nächste Landwirtschafts-Champion. Champion.